Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich bin immer noch in Gedanken ein Stückchen weit bei der Aktuellen Stunde. Und Frau Ministerpräsidentin und auch die Redner der Koalition haben ja darlegen wollen und beziehungsweise aus ihrer Sicht dargelegt, an welchen Stellen sie gestaltet haben. Und ich habe dann, das ist eine Frage der Kollegialität und der Souveränität. Ich habe mich nur gefragt, warum Ihnen eigentlich jegliche Form von kritischer Selbstreflexion abhanden gekommen ist. Denn dieser Gesetzentwurf hier hätte eine selbstkritische Reflexion ihrerseits durchaus verdient. Und zwar aus mehreren Gründen, die ich dann auch aufzählen will. Sie hätten schon sagen müssen, ich glaube, einer der Vorredner, Dr. Jess, hat darauf Bezug genommen, Stillstand, 2 Jahre Stillstand. Denn mit Juni 2016 haben Sie um die Mängel des geltenden Gesetzes gewusst. Und der ganze Hickhack der Behörden, der Gerichte hätte vermieden werden können. Und was das Schlimmste ist, das Ganze ist ja ausgetragen worden auf dem Rücken der Betroffenen. Und Herr Ehlers hatte eben unseren Antrag, besser gesagt unseren Gesetzentwurf, herabgewürdigt. Wir haben 16 Änderungsvorschläge unterbreitet, denen kann man sich anschließen oder nicht. Aber was Sie hier vorlegen, ist letztendlich eine Schmalspurnovelle. Ja, wo Sie sich auf das letztendlich zurückziehen, was dringend geändert werden muss, was Sie seit späten Frühjahr 2016 wissen, dass es hätte geändert werden müssen. Nun versuchen Sie mit diesem Gesetzentwurf, der dann auch nochmal verändert werden musste, diese Problematiken zu heilen und tun es nur in ausgewählten Fragen. Dazu gehört natürlich die sehr entscheidende Angelegenheit, wer ist zuständig und in welchem Bereich hat wer welche Entscheidungen zu treffen. Und das wird mit dieser Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses in der Tat nun bewerkstelligt. Aber was lange währt, wird nicht immer gut. Aus unserer Sicht gibt es nach wie vor Handlungsbedarf. Zum Beispiel hinsichtlich der sofortigen Unterbringung psychisch Erkrankter. Herr Ehlers hat es angesprochen, wir begehren ein qualifiziertes ärztliches Zeugnis. Herr Ehlers hat schon angekündigt, muss man nicht haben, zu großer bürokratischer Aufwand. Wir stützen uns in unserem Änderungsbegehren darauf, dass aus der Praxis Hinweise kamen, die da sagten, also wir brauchen da etwas Fundiertes, wenn es um die kurzfristige Unterbringung und die sofortige Unterbringung geht, denn die ärztlichen Zeugnisse, ich darf das ja nicht hochhalten, aber die ärztlichen Zeugnisse sind eigentlich nichts anderes als ein Formblatt, wo diejenigen, die da tätig werden, ankreuzen Ja oder Nein zu verschiedenen Fragen. Es gibt keinen qualifizierten Befund und es gibt keinen Hinweis auf Rahmenbedingungen, die zu konstatieren waren, in welcher Situation hat was stattgefunden. Zumindest die Amtsleiterin aus der Stadt Schwerin hat die Anregung gegeben, ein qualifiziertes ärztliches Zeugnis auszustellen, damit diejenigen, die im Weiteren dann mit der erkrankten Person umgehen, auch wissen, was Phase ist. Und dass das hilfreich ist aus unserer Sicht, das haben wir letztendlich in unseren Antrag gegossen und deswegen hier unser Vorschlag. Weiterhin halten wir die getroffene Regelung. Sie haben sich ja mit Ihrem Änderungsantrag im Wirtschaftsausschuss seitens der Koalitionäre auch zu Fragen des Verfahrensrechts eingelassen und schlagen 2 Verfahren weiterhin vor. Sie haben die bisherige Regelung präzisiert, aber aus unserer Sicht bleibt da in der Interpretation und Auslegung, letztlich in der Umsetzung des Gesetzes immer noch das Moment des Widersprüchlichen. Deswegen schlagen wir vor, im Hauptsacheverfahren letztlich das Familienrecht anzuwenden und hier ein einheitliches Verfahrensrecht zur Durchsetzung zu bringen. Unabhängig davon ist sowohl im Frühjahr 2016 als auch in der Anhörung im Herbst 2017 und dann
jetzt wieder an der Befassung deutlich geworden, dass es sehr misslich ist, wenn zwei Gesetze, nämlich da, wo es um den Maßregelvollzug geht, um Straftäterinnen und Straftäter einerseits und deren Unterbringung und andererseits um die kurzfristige Unterbringung, alles, was das psychisch Krankengesetz darüber hinaus regelt oder abseits vom Maßregelvollzug normiert. Man kann beides, sicherlich, Herr Glawe, man kann beides zusammenführen, aber die Expertinnen und Experten haben allesamt gesagt, dass es ein Stückchen weit misslich ist, weil es immer wieder dazu führt, zu schauen, wo sind die Bereiche, die einschlägig sind und welche nicht. Und dann haben Betroffenenvertretung, das sollten wir nicht ignorieren, das ist für viele Menschen wichtig, dass sie sagen, wir möchten, wenn wir eine psychische Erkrankung haben, wenn wir also faktisch in diesen Regelungsbereich fallen, möchten wir nicht stigmatisiert werden. Und wenn der Maßregelvollzug mit in diesem psychisch Krankengesetz so normiert ist, so eingepackt ist, dann fühlen wir uns stigmatisiert und das wollen wir nicht. Das ist uns mehrfach mitgeteilt worden. Es ist eine Frage, lassen wir das zu, lassen wir so einen Einwand zu? Wir Linken sagen, das ist ratsam, jetzt nicht für dieses Gesetz, aber wenn das psychisch Krankengesetz nochmal angefasst werden sollte, sollten beide Regelungsbereiche wieder getrennt werden und aus diesem einen Gesetz zwei werden, um entsprechend den Hinweisen aus der Praxis gerecht zu werden. Vielen Dank. Ach so, dann würde ich ganz gerne noch was zu dem AfD-Vorschlag sagen. Wir haben in der Tat wegen der Videoüberwachung, Sie sind ja reinweg verzückt von Videoüberwachung. Möchte Ihnen sagen, die vom Marienplatz zum Beispiel, ja. Wissen Sie, da gibt es ein Problem, man kann das, Herr Dr. Jess, aus unserer Sicht nicht miteinander vergleichen, weil Sie auf Waldeck abstellten. Also stellen Sie sich diese Situation vor, der Arretierung in einer hochbrisanten Situation bei einem Erkrankten, wo noch nicht ganz klar ist, also welchen Verlauf nimmt diese Sache. Und der gesundheitliche Status der Person unter Umständen nicht nur unklar ist, sondern auch die Gefahr der Selbstverletzung besteht durch Erbrochenem und so weiter. Wenn man das nur aus der Ferne an Videogeräten konstatiert, dann fehlt die unmittelbare Möglichkeit des Helfens und des Eingreifens. Und wir sind der Meinung, diese Arretierung, diese Frage ist so brisant, dass da eine 1:1-Betreuung durch eine qualifizierte Person, das muss nicht immer eine Ärztin oder ein Arzt sein, durch eine qualifizierte Person besser ist, der Situation angemessener ist, als wenn man sagen würde, wir begleiten das durch eine Videobeobachtung, die durchaus möglich ist. Wir sind zu einer anderen Auffassung gekommen als die AfD und lehnen deshalb den AfD-Vorschlag ab. Gleichwohl, ich möchte noch mal werben für die Ansinnen der Linksfraktion, sowohl den Entschließungsantrag betreffend als auch den Änderungsantrag mit seinen beiden Bestandteilen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus